Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzliche Willkommen zu einer kleinen Bonus-Episode von Assassin's Creed Black Flag. Ich möchte mich heute, den habe ich dazu bekommen, weil ich ihn abgeschlossen habe. Da fehlt aber noch eine ganz schöne Menge, ne? Heute sehen wir uns hier ein bisschen bei Abstergo um. Es gibt ja ein paar Sachen einzusammeln und zu hacken. Sollte ich etwas übersehen haben, so bitte ich euch auf jeden Fall, mich zu informieren, dass da irgendwo was war. Ich weiß nicht ganz genau, wo wir suchen sollten. Aber hier eigentlich schon mal. Haben wir das schon mal gehackt? Offensichtlich nicht. Okay, Mathematik. Zielzahl 126. Okay, 126. 126. Das sind 63. Kriegen wir 63 bis hierhin? Ja, bis hierhin müssen wir 63 hinkriegen. Ich glaube, das ist nicht so leicht. Wir können ja nur multiplizieren, ne? Okay, wie wechsle ich? Achso. 3. ...21. 35. Naja, ich kann das Ganze natürlich duplizieren. Also der Anfang scheint richtig zu sein. Jetzt sehen wir eine Kurve. Oder auch nicht. Die 5 ist richtig. Das kommt ihm schon echt nah, ne? Ah, da gehen wir nur höher. Das scheint ein bisschen komplizierter zu sein. 126. 126. Vielleicht geteilt durch 3. Ist das möglich? Kriegen wir das hin? Mal nachdenken. Wie können wir das am besten hinkriegen? Können wir 42 hinkriegen? Können wir 42 hinkriegen? Das ist hier die Frage. Die Hälfte von 42 ist 21. 21 hatten wir schon mal, ne? Ja, 21 hatten wir schon mal. Was? Verwirrt? muss ich mal nachdenken. 21? Wie habe ich 21 hingekriegt? Weiß es gar nicht mehr. Gott, ich bin behindert. Freund, ich bin behindert. Achso. Das erklärt einiges. Mal 2, mal 3. Ich denke da, 3 mal 7 ist doch 21, oder nicht? Und da hatte ich doch Nummer 2 mal 2 drin. Oh. Archivzugriff. Pia hat heute seine Kündigung abgegeben. Die neuen Sicherheitsmaßnahmen machen alle fertig. Die lassen ihn nicht gehen. Das steht doch im Vertrag. Wenn man eine hohe Sicherheitsfreigabe hat, muss man durch das ganze Ausscheidungsprozedere. Das dauert Monate. Ehrlich? Wusste ich gar nicht. Lies das Kleingedruckte. Für Abstergo zu arbeiten hat sicher Vorteile, aber es gibt auch Nachteile. Große. Das heißt... Auf die Sicherheit Stufe 3 kommen wir so schwer, ne? Was hat es mit all diesen Sicherheitshinweisen auf sich? Das sind noch Standardnachrichten, die wir bei Bedarf versenden. Keine Sorge. Es gab nur ein paar Probleme in letzter Zeit. Server-Sicherheitsprobleme? Denn diese Hinweise klingen echt heftig. Fast schon drakonisch. Nein, nein, keine Sorge. Ehrlich. Kommen Sie, ich erkläre es Ihnen. Dann erklär mal, wie komme ich an die Sicherheitsfreigabe 3? Ich hab's geschafft, ihn aufzuspüren. Kein Problem, Mann. Ist unglaublich, oder? Ja, ich habe ihn direkt nach deiner Nachricht gesucht. Bin ihm eine Weile gefolgt. Aber er entkam. Der weiße Wal? Der weiße Wal.
Moby Dick oder was? Hey, Arbeitsbereich 4, Kamera. Los, Archiv. Okay. Wir haben keine mehr. Der weiße Wal. Was soll das, der weiße Wal? Also da kommt mir nur Moby Dick vor, dass ich vielleicht im Animus den weißen Wal fangen muss und das... Keine Ahnung. Würde ich mal schätzen. Oh, das ist eine Nachricht. Diese suchen wir, Leute. Notiz 7. Nehmen Sie das Kino, das uns, wie ein kluger Mann einst sagte, 24 Mal pro Sekunde Lügen auftischt. Nehmen Sie den Phonographen, der Geräusche aufzeichnet, die in Ihrem Wesen vergänglich sein sollten. Nehmen Sie das Fernsehen, das ganz offensichtlich dumm ist. Nehmen Sie Videospiele, ups, nehmen Sie Videospiele, die insgeheim dumm sind und Sie alle wissen, dass Sie wünschten, es gäbe mehr Pornografie. Sie wissen, dass es so ist. Wer wünscht sich nicht mehr Pornografie? Ist ja nicht so, als wäre das Internet voll davon. Ups, nein, das wollte ich nicht. So, gucken wir mal weiter, was wir hier noch so finden. Wir hatten ja ein Sicherheitsterminal schon geknackt, ne? Oh, Skateboard. Hallo, Dude. Ah. Okay, okay. Was ist das für ein komisches Ding? Ich weiß es nicht. Wie Strudel. Kann ich mich einhacken, so, obwohl er drin ist? Wo soll ich hin? Gibt es hier irgendwo einen Anhaltspunkt? Huch. Easy. Ich habe keine Ahnung, was ich da getan habe. Nicht die geringste. Kernzugriff gewährt. Extraktion wird eingeleitet. Extraktionssequenz wird eingeleitet. Kern durchbrochen. Okay, huh. Oh, nicht veröffentlichte Präsentation von Project Legacy. Ui, das war viel. Freunde, ich habe das jetzt so gestaltet, dass ich das, was ich gerade gelesen habe, rausgeschnitten habe. Und in der Beschreibung findet ihr einen Link. Ich werde ihn jetzt nochmal oben rechts einblenden. Da findet ihr den Link auch nochmal. Der führt zu einem anderen Video, wo ich das Ganze vorlese. Das Ganze läuft ungefähr 25 Minuten, lese ich da. Wenn ihr euch die Story geben wollt von Elizabeth, recht spannend, viele bekannte Namen, unter anderem Juno und Minerva sind da zu finden. Das heißt, wenn ihr euch für Juno und Minerva interessiert und mehr über einen, wie heißt das Ganze nochmal, über einen Edensplitter erfahren wollt, dann hört es euch an, schreibt mir, ob ihr mehr wissen wollt, falls wir was anderes finden, mal gucken. So, aber jetzt weiter. Hier wird wahrscheinlich noch mehr zu finden sein, oder? Nee, momentan nicht. Gut, wir suchen Zettel. Das heißt, ich muss jetzt 25 Minuten weniger im Kopf durchdenken. Okay. Ich hoffe, es waren 25 Minuten. Falls es nicht noch länger war. Es war ein verdammt langer Text. Oh, Zettel! Wie komme ich da rein? Ich will da rein. Komme ich bestimmt später rein. Naja, gut. Gucken wir uns weiter um. Wir werden schon was finden. Was ist das denn? Abstergo Entertainment. Ist das das Grundstück? Ist ja crazy. Hier waren wir auch schon drin, ne? Ich habe die Personalakten archiviert und das war's. Ich bin nicht verantwortlich für die Unfähigkeit anderer Leute. Wie laufen die Spieltests? Wobei, das hier klingt doch noch interessant. Nö, irgendwie passiert nichts Spannendes. Da, dieser Raum, da will ich rein. Und ich weiß nicht wie. Vielleicht werden wir es noch erfahren. Wir schauen uns noch weiter um. Es werden auf jeden Fall ein paar Folgen von dieser Sorte kommen. In den nächsten Tagen, vielleicht Wochen, mal gucken, wie ich das aufteilen werde. Oh, Taster guckt grimmig. Je nachdem, was wir hier so finden werden, ne?
Das ist der Fahrstuhl, den kennen wir schon. Können wir hier irgendwie laufen? Ja. Was ist denn los? Vor allem, hier sieht alles gleich aus. Soll ich hier die Orientierung behalten? Das ist meins, ne? Das ist meins. So, ich habe jetzt ein bisschen meine Stimme verloren, wahrscheinlich, weil ich so lange gelesen habe. Dadurch, dass meine Nase jetzt mittlerweile dicht ist. Ja. Ist ein bisschen doof gelaufen. Dass ich ausgerechnet jetzt krank werde. Naja, was haben wir denn hier so Schönes? Ja, hier kommen wir easy rein, ne? Also so das Chilling-Zimmer mit... Wer zur Hölle seid ihr? Wer zur Hölle seid ihr? Ist das nicht den Typen, den wir umgebracht haben? Keine Ahnung, wer ist das denn? Ah. Interessant. Was sind das für Piraten, die wir hier sehen können? Gucken wir mal da rein. Och nein, bitte nicht. Pass. Oh, wie? Ach, leck mich doch. Was? Ich hab doch getroffen. Verarsch mich halt, Spiel. Ist okay. Da stehe ich drauf. Okay, wir warten auf eine etwas größere Lücke. Nein, wir lassen uns heute Zeit. Wir haben Zeit der Welt. Zack. Ja. Geschafft. Alter, nicht dein Ernst, ne? Extraktion erfolgreich. Subjekt 0. Audiodatei 4. I have now resumed the practice of dressing as a man. And have put off my woman's dress. Why did you take it? Who made you take it? I took it of my own free will. With no constraint. I prefer a man's dress to a woman's. You made an oath, Jeanne. You swore to never again dress as a man. I never meant to swear that I would not resume the practice. Why have you done so? Because it is more lawful and suitable for me to return to the practice of wearing a man's dress, being always among men, than to have a woman's dress. I have resumed it because a promise made to me has not been... How is he? Our three doing well. Are we still in 18th century Hungary? No. His connection is so stable, he's jumped between a few ancestors today. We're in 15th century France now. Turns out he's related to one of Joan of Arc's executioners. Surprise. Eileen, yesterday Vidic asked me to help him work out some of the bugs in his audiovisual renderer, and I told him... No. Come on, Satish, not you. It wouldn't be permanent. A few months at most. Months? That will kill every ounce of momentum we have. It won't, I promise. Honestly, I think this could help us. If I can get a look at what these people are doing, we could... Come on. He's trying to pull you over to his side. Don't you see that? He's luring you with quick victory and prestige. That's not what this is about, honestly. I need to get back to work. Eileen, I'm sorry. Do what you must. I'll survive. Okay. Vielen Dank für die Übersetzung, Ubisoft. Strike Nummer 2. Test Session 32, April 2nd, 1981. Host Eileen Bock. DNA Sample SB1970. Miriam, are you awake? What? Miriam, they're coming for me. Who is? The guards? I see them from my window, amassing in the courtyard. My time is up. Basil, don't say this. You don't know that. Forgive me for this, Miriam. But I must tell you something. The artifact. We have it. But only Oscar and I know its location. Don't tell me. They will release you. Your family has connections. You must take the artifact and bring it to the assassins in Paris. Please don't. I don't want to know. It's safer if I don't. Hush now. If I die, knowledge of its location dies with me. You must bring it to the assassins. Assassins? I don't understand. The spy of St. Petrus. No, I don't want to hear. Cell 7! Cell!
erinnert mich an die Szene mit Adam und Eva aus Assassin's Creed 2. Hello? Eileen, hi. It's Carl. Carl, I know it's you. Ach, sorry, you just sound exhausted. Did I wake you? No, I've just been busy. It sounds like it. I'm just a little tired, that's all. No, I mean, your project sounds fascinating. Your colleague, Dr. Warren Vidic, he called me recently and he told me what you've been up to. He what? Warren? Yeah, he told us about your research, memories, ancestry, all of that. He even asked if we'd be willing to come in and... No! Jesus, no! What the hell is he doing? Eileen, it's okay. We signed some papers, non-disclosure stuff. No! He's trying to fuck me over! Damn it! Eileen, we just talked about my mother, just like you and I did. World War II. That's all. It's the artifact. The what? Carl, if he calls you again, you tell him you work through me, okay? That's it. Vidic has been a pain in my ass for years, and I don't need him getting all the glory for my 2 years of hard work. All right. So how should I go about this? I mean, the wheels are in motion. I don't know. Just go through me if he contacts you again, please. All right. You'll do that? Of course. Yes. Thank you, Carl. I'm sorry I was short with you. I've just been exhausted. That's all. It's all right, hon. Just take care of yourself. Morning, Eileen. We're almost ready. Just a few more adjustments. Okay. I had the team do some research on this artifact we've been chasing, and it appears the Third Reich actually found something matching its description sometime in 1940. Eileen, are you all right? Sorry, yeah. I'm fine. Just a little scattered. Vidic called my ex-husband last night. He wants to put him in the Animus. To find the artifact before us? Exactly. Well, it would be fast using Vidic's Animus. And maybe that would get us back to our original work. Satish, if we let that happen, then all our money dries up. Lillian is paying for us to find the artifact, not improve our methods. Do you understand? Right, of course. I'm sorry. Let's just burn those bridges when we cross them. Are we ready? Yes, just a few more adjustments on your end. I made a small change to the genetic input modulator. I'm hoping that buys us a few more minutes. Even a few seconds would be nice. I'm ready. All right. Settle in. Eileen war also Subjekt 0, aber auch komplett freiwillig. Audiodateien aus einer Sammlung von Tonbändern, die in einer Wohnung des verstorbenen Dr. Warren Vidic gefunden wurden. Interessant. Ja! Hui. Denken Sie daran, dass unser unermüdlicher, unverfrorener, hohler Antrieb, all das zu erreichen, was unsere Vorfahren erreicht haben, zu vielen Verlegenheiten und Katastrophen geführt hat. Zu Atomwaffen, Superviren, genmodifiziertem giftigem Essen, verschmutzter Luft, der Plastikschwämme im Meer und die Liste geht noch weiter. Sie können es im Internet selbst nachschlagen, aber all das hatte am Ende auch einen geheimen Zweck. Interessant. Gut, hier haben wir alles gefunden. Hoffe ich zumindest. Ah, wieder so eine Karte. Als wenn ich mich verlaufen würde, ich bitte euch. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ah, ich weiß es wieder. So, Sicherheitsfreigabe 2 war hier, ne? Oder? Ja. Die haben wir jetzt erst vor kurzem erhalten. Das heißt, hier können wir in Ruhe durchlaufen. Und niemand schöpft Verdacht. Hier ist irgendwas zum Hacken, ne? Hacken wir das mal und gucken mal rein. Wo soll ich hin? Brauche einen anderen... okay. That was easy. So, hoffentlich kein wieder so extrem langer Text.
Have you seen this man? Desmond Miles. Das letzte Mal am 1. September 2012. Komm, das tun wir uns an, das ist ja nicht so lang, ne? Subjekt 17, Phase 1 Bericht. Dieses Überwachungsvideo, aufgenommen von Erideto oder einer anderen Gruppe, trägt die Bezeichnung New York, USA. Am 1.9.2012. Der beiliegende transkripte Text trägt die Bezeichnung Entführt, Datentranskript Level 3. Könnte jemand Chase darum bitten, seine Männer in Zukunft zu einer professionelleren Sprache anzuhalten? Aha, ausgehende Übertragung, Anrufer-ID Privatstörung, ja Sir, Pause, wir haben ihn, Antwort verschlüsselt. Ja, stoßen ihn in diesem Moment in den Van, Sir. Die Zielperson wird wie geplant geliefert, Übertragung beendet. Es muss am Anfang gewesen sein, als sie ihn zuerst gefangen haben. Dieses Überwachungsvideo trägt die Bezeichnung Brooklyn. Der Autor schrieb, Abstergo-Agenten haben einen unbekannten Weißen gefangen genommen. Das Opfer ist in seinen 20ern etwa 1,80 Meter groß und 86 Kilogramm schwer. Der Aufenthaltsort ist unbekannt. Ja, da verschleppen sie ihn gerade. Dieses Video trägt die Bezeichnung Ciampino, Italien. Der Autor identifiziert es als nicht gekennzeichnete Hangar, meint aber weiter, Abstergo-Agenten erreichen den Zielort. Der firmeneigene Jet wird nach der Landung in den Hangar gebracht. Das Opfer wurde identifiziert als Desmond Miles. Ich glaube, das hat sich noch nicht weit verbreitet. Der Ort wurde bereits unkenntlich gemacht. Wir können es also vermutlich als Wahnvorstellung eines Fanatikers abtun. Vorläufige Analyse. Eine durchgesickerte medizinische Datei. Wir sehen uns das an. Subjekt 17 hat keine Menstruationsstörung. Das hört sich irgendwie nach weiblich an, nach weiblichen Eigenschaften an. Für die Öffentlichkeit muss das eine erleichterte Nachricht sein. Der Patient hat derzeit keine Beschwerden. Es gibt weder akute Sorgen noch eine Vorbelastung im Bereich Herzkrankheiten. Blutdruck ist normal 112:78. Erste Blutanalyse, keine signifikanten Spuren von Chemikalien, die zu neurologischen Störungen führen könnten. Es gibt keine Hinweise darauf, dass der Patient zu Neurosen neigt. Im Gegensatz zu vorherigen Subjekten ist der Patient psychisch stabil. Sie können ungehindert fortfahren. Unterschrieben von Dr. Matt Damian Sarawowski, hast du nicht gesehen. Am 3.9., zwei Tage später. Freunde von Subjekt 17 verbreiten sie in ganz New York. Ah, er wurde gesucht. Ah. Interessant. 6 Computer gehackt. So. Haben wir hier noch weitere versteckte Nachrichten? Es kommt mir vor, als würde ich im Kreis laufen. Als wäre ich hier schon mal gewesen. Aber da ist eine Nachricht. Die kommt mir bekannt vor von irgendwo. Die Maschine, die wir erschufen, formten im Gegenzug uns, fesselten unsere Impulse und unseren Verstand, so klein er auch ist, und packten uns wie eine eiserne Jungfrau, die uns ausbluten lässt. Es war das mangelnde Verständnis unserer Herkunft, das uns Werkzeuge erschaffen ließ, die wir weder verstehen noch kontrollieren konnten, als wäre die Baumwollenentkörnungsmaschine nicht genug und als müssten unsere Pullover zu Unterhemden eines Tages anfangen, mit uns zu reden. Als wäre das alles nicht genug. Alter, die Zettel sind so verwirrend. Das glaubt ihr gar nicht. Ha. Verrückt. So, ich würde sagen, wir hacken das hier auf jeden Fall nochmal kurz, gucken da rein, ob sich das lohnt, das zu lesen, weiß ich nicht. Sieht auf jeden Fall nicht allzu schwer aus, denn ich muss... Ach du Scheiße. Ich hatte doch schon einen Anhaltspunkt.
Verdammt. Ah, ich hab's gefunden. Der sagt da noch verdammt. Kern durchbrochen. Unsere Forscher haben sich das Leben von Altair ibn La'ahad angesehen und hofften, eine Biografie zu finden, die als Beispiel für Abstergos globale Öffentlichkeitsarbeit dienen kann. Aber leider ist dieser abtrünnige Assassine nichts dergleichen. In diesem Material sehen wir einen Mann, der vergnügt einige der strengsten Tabus seiner Kultur bricht und das mit einer Arroganz, die an Größenwahn grenzt. Altair! No, this is not our way. To burn a man's body is forbidden. Viele unserer Forscher empfanden die Argumente seines Rivalen, eines Mannes, den wir als Abbas kennen, als klarer und überzeugender als alles, was sie sonst von Altair zu hören bekamen. Ich habe eine Anfrage eingereicht, die Suche nach Abbas Nachfahren zu verstärken, falls welche existieren. Es ist uns klar, dass Altairs Verfehlungen zu den Hauptgründen gehörten, warum sich sein Orden Mitte des 13. Jahrhunderts aufgelöst hat. Und wir können nur ahnen, welch unglaublicher Fortschritt es gewesen wäre, hätte sich Abbas moderate und vernünftige Philosophie durchgesetzt. Cool. Marktstudie Albenhallen. Ah, cool. Cool, cool, cool. So, Freunde, ich würde sagen, das war's glatt schon für heute. Wenn ihr mehr von den Erkundungen hier in Abstergo Industries sehen wollt, dann schreibt es mir doch einfach in die Kommentare, hinterlasst ein Like und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Je mehr Likes kommen, desto früher kommt die nächste Folge. So machen wir das. Das ist ein guter Plan. Weil so weiß ich, dass ihr es sehen wollt und wenn ihr es nicht sehen wollt, kommt es halt irgendwann später. Aber es kommt sowieso. Ihr entscheidet nur wann. Haut rein, euer Zero. Tschüss.